Wenn die ersten Sonnenstrahlen endlich mal wieder Licht und Wärme bringen, wird es die Menschen wieder verstärkt ins Freie ziehen. Sonne ist schließlich wichtig fürs Wohlbefinden, aber zu viel davon kann gefährlich werden. Um schon Kindern den Sonnenschutz näher zu bringen, wurde Clown Zitzewitz erfunden. Er bzw. sie war heute mit ihrem Freund Zottelfloh im Freizeitzentrum Marienthal. Zu Gast waren Mädchen und Jungen der Kitas Windbergmäuse, Anne Frank, Marienhof und Hegelstraße. Die Veranstaltung wurde konzipiert vom Präventionszentrum des Universitätskrebszentrums Dresden. Damit soll den Kindern das durchaus ernste Thema Sonnenschutz vermittelt werden. Das natürlich auf eine spielerische Art und Weise, weil die Kinder ja noch sehr klein sind. Und es geht vor allem darum, sich diesem Thema mehr zu widmen, sich den Körper, die Haut vor der Sonne richtig zu schützen. Und vor allem in den heißen Sommertagen genau die Sonnencreme ordnungsgemäß zu verwenden. Die Idee geht zurück auf eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention und der Deutschen Krebshilfe. Die beiden heutigen Clowns waren die angehende Soziologin Sandra Herrmann und die Sozialpädagogin Isabel Kranz. Und wir haben das dann jetzt auch umgesetzt für Sachsen und versucht, zwei Clowns, dass die eben den Kindern, die Kinder dazu animieren, sich vor der Sonne zu schützen, indem ein Clown in den Urlaub fährt und dort erstmal komplett alles falsch macht, was ihm überhaupt geraten wird zum Thema Sonnenschutz. Und er hat aber seinen Freund Zottelfloh mitgenommen, der ihm dann alles richtig erklärt, sodass die Kinder dann auch die Pointe verstehen und auch sehen, dass der Zitzewitz, der erste Clown, also einen Sonnenbrand hat, weil er sich nicht geschützt hat, sodass hier eben auch dieser Konsequenzeffekt dabei ist. Doch bei allem Spaß und all dem Unfug, den Clown Zitzewitz heute im Freizeitzentrum Marienthal angestellt hat, nicht nur für die Kinder war es lehrreich, sondern auch für die Wissenschaftler. Es findet eine Studie statt zu dem Thema. Also es wird evaluiert, dass eben dieses Sonnenschutzverhalten sich verbessert bei den Kindern. Dazu ist unsere Kollegin, die Diplompsychologin Nadja Seidel, zuständig, die da eben ihre Studie dazu führt. Und die Resonanz von den Kindern ist natürlich immer Hurra. Also es ist tatsächlich so, dass ihnen das Stück gefällt und wohl auch an die Eltern nach Hause tragen und den Eltern zu Hause auch davon erzählen, Mutti, wir müssen uns mit der Sonnencreme eincremen. Der Besuch von Clown Zitzewitz und seinem Freund muss übrigens nicht der letzte in Zwickau gewesen sein. Wenn weitere Kindertagesstätten Interesse haben, die beiden live zu erleben, dann würden sie natürlich auch wiederkommen.